So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe gerade Butter Chicken Hot gegessen, jetzt habe ich Durst. Perfekte Zeit für ein Rootbier. Guckt euch das mal an. Da steht A und W. Heißt das etwa André Wagner? Ich weiß es nicht. Kennt ihr einen André Wagner? Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist überhaupt Rootbier? Das ist ja kein Bier, weil das hat keinen Alkohol. Dann steht auch nur ausländisch auf der Dose drauf. Da steht ohne Koffein. Aber since 1919, so lange gibt es das schon A und B Rootbier. Design ist eigentlich ganz chillig. Sieht aus hier wie so ein Holzfass mit einem Logo, wo hier oben was rüberquillt und drüber schäumt. Das A und W Rootbier. Das muss fürs Thumbnail sein und ansonsten weiß ich nicht, wie man sonst. Carbonated Water, High Fructose Corn Sirup, Karamell, Color, Sodium Benzoat, Präservativ, Natural and Artificial Flavors. Also man könnte ganz normal jetzt einfach bei Google Rootbier eingeben und mal gucken, was genau unter Rootbier behandelt wird, aber wir können es auch einfach öffnen. Einfach mal schauen, wie es schmeckt. Ich habe hier wieder mein Berliner Luftgläschen. Einmal so zum Einschenken und zum Probieren. Das hat auf jeden Fall eine richtig dunkle Farbe. Guckt euch das an. Es schäumt wie verrückt. Das Rootbier. Das zweite Thumbnail, ich glaube, das ist besser mit dem Gläschen noch daneben. Es riecht, wie hätte jemand irgendwie Uhu-Stick ausgekleckert. Irgendwie wie Leim. Wie Leim, wie chemisch total. Riecht wie irgendwas zum Einbalsamieren, alte Seife, irgendwie ein Gemisch aus irgendwas. Dieser Geruch kommt mir total bekannt vor. Irgendwas Kernseifen, Pinienartiges, altes, bei Oma im Haus liegen gebliebenes. Ich kann es leider gerade nicht deuten. Wir probieren es aber einfach mal kurz. Und es schmeckt genauso, wie es riecht. Das finde ich so unglaublich, dass es sich das überhaupt traut. Wir werden den Rest jetzt einfach mal hier in das auf die dicken Bierglas schenken. Und dann versuchen, den Rest einfach so zu trinken. Normalerweise, wenn wir verschiedene Getränke haben, kombinieren wir das ja immer. Das ist nur ein Getränk. Deswegen kommt das Getränk alleine hier rein, extra hoch eingeschenkt. Dass die Kohlensäure rausgeht, in der Hoffnung, dass die Kohlensäure rausgeht, weil das schäumt wirklich so abartig extrem. Es ist leer, die Dose ist leer, das Glas ist voll, aber guckt, so viel Schaum, so wenig Rootbier. Wenn wir das ein bisschen jetzt hier noch stehen lassen, wandelt sich der Schaum um. Das ist auch ein Phänomen, was ich immer bewundere, was ich überhaupt gar nicht verstehe. Wenn so viel Rootbier drin ist, das Glas nehmen und einfach austrinken, dann habe ich nur so wenig Flüssigkeit getrunken und der Schaum bleibt einfach Schaum oder was? Wenn ich jetzt aber warte, bis der Schaum sich umwandelt, habe ich plötzlich so viel Flüssigkeit drin und ich muss viel mehr trinken. Ist es da nicht sinnvoll, diesen getarnten Fake-Schaum einfach zu ignorieren? Obwohl, der würde sich nachträglich wahrscheinlich auch umwandeln zum Rootbiergetränk. Dann müsst ihr das auch trinken. No Koffein, A und W Rootbier sind's 1919. Und wenn ihr genau wisst, was Rootbier ist, schreibt's mal in die Kommentare. Wenn ihr gerne Rootbier trinkt, schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt, schreibt's in die Kommentare. Das ist eigentlich schon peinlich, dieses kleine Glas. Aber das werden wir uns jetzt gönnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses und da hinten ist auch der Adi, der ist gerade auf den Schrank gehüpft. Adi Schatz, jetzt ist er rübergesprungen. Der hat auch die Nase voll vom Rootbier. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da kann man nicht mal röpsen, ne? Siehst du? Das geht einfach nicht, weil das ist Rootbier. Wie irgendwas, wo du dich damit wäschst.
du wäschst dich damit und jetzt ist es plötzlich zum Trinken. Richtig genial.